Ja, wunderschönen guten Tag miteinander. Gerade wieder unterwegs und heute geht es auf Brienz. Und zwar auf Brienz im Graubünden. Im Albula ist das. Dort ist ja der große Felssturz und so. Und ich habe gedacht, wir gehen dort hin mal schauen. Mal schauen, wie nahe, dass man dort hinkommt, was dort genau los ist und wie das dort so aussieht. Und natürlich noch ein schönes Pferdchen dort, richtig Albula und so, tipptoppi Sache. Jetzt noch 95% im Akku und er sagt, wir sollten mit 46% dort ankommen, in 1 Stunde 50 Minuten, 145 km zum Fahren. Das heisst, wir sollten sicher vor dem 3 dort sein. Und dann, ja, würde ich sagen, bis später auf der schöneren Strecke. Und hoffe, wir können dort etwas sehen. Etwas Spannendes. Also, bis später. Das ist die beste Sicht, die man hier ergattern kann. Hier oben seht ihr die Kille, dort ist Brienz. Und nebendran sieht man schon hier den Felsen. Aber ja, hin kommt man nicht, ist alles logischerweise alles abgesperrt, wenn sogar Bewohner evakuiert sind. Ja gut, dann mal schauen, ich fahre mal ein bisschen weiter. Gehen wir mal in den Albula-Pass drauf, mal schauen, ob wir dort noch schöne Bilder einfangen können. Wenn wir schon bis dahin gefahren sind und eigentlich nichts gesehen haben, außer ein bisschen Stein und alles abgesperrt. Ja, dann auf geht's. Typisch, wie es so ist, immer in den, auf den Bergen, über den Pass, überall Baustellen. Alle Strassen kaputt, überall müssen die Strassen neu machen. Ja, so ist das, so ist das. Knapp, knapp, aber es ist knapp gegangen. So, Bergün. Für alle, die das kennen vom Schlitteln. So sieht das im Sommer aus. Tote Hose. Also gar nichts los da. Wie lange der Akku noch langt. Im Moment sind wir bei 31%.
Mal schauen, ob ich dann wieder zurückgehe oder ob ich hin auf St. Moritz gehe. Das überlege ich dann, wenn wir da auf dem Pass oben sind. Es geht noch ein paar Minuten. Vorher hat er gesagt 30 Minuten bis dort hin, jetzt sagt er plötzlich 41. Ja, nicht schlecht. Schöne Dorfbelag da, das Bergün. Okay, da ist jetzt so eine fertige, juhu. Letztes Mal, als ich gefahren bin, am Wochenende, ist da Albula-Passstrasse alles voll mit Velo. Und dann noch so Lastwagen und Zeug und Sachen. Da ist man da gar nicht durchgekommen. Da hast du an gewissen Orten, da hast du 15 Minuten gewartet, bis du überhaupt durchfahren konntest. Da ist es mal schön durchquietschen. Die Scheiben ein bisschen aufmachen, dann gehört die Umgebung noch ein bisschen besser, falls einer krass entgegenkommt. So wie der. Sie sind nämlich sehr gefährlich. Dann haben wir das Gefühl, sie sind die Einzigen. Schon geil, da aufzufetzen, wenn niemand unterwegs ist. Schon geil. Fast wie Bergrennen. Keine Wut, aber drüber. Das ist auch so eine Stelle, da die Brücke. Wo am Wochenende ab und zu mega lang wartest. Ui. Ist ja gar quer gekommen. Ui, haben wir schon. Ui, es stinkt nach Gummi. Uff. Jetzt müssten wir dann eigentlich laut Berechnungen bald oben sein, weil ist schon gut. Danke. Jetzt müssten wir dann laut Berechnungen eigentlich schon bald oben sein. Weil ich habe nur noch 23% und wir sollten mit 21% ankommen. Ja, dann ist es eigentlich nicht mehr weit. Ich habe den GoPro-Akku noch bis hier.
bezahlbar für uns. Das ist doch etwas, oder? Da kommen wir jetzt mit der Straße, wo wir dürfen fahren. Krass. Albula! Albula bei Pisse. Sehr geil, die Strecke. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr schön. Die Polizei macht auch Kontrolle mit der TÜV, nicht schlecht. Ist ein geiler Dienst. Und dann kannst du über den Pass nicht tunnen mit der TÜV. Du bist am Arbeiten. Not bad, not bad. So, jetzt sind wir da oben. Und haben nur noch 17% im Akku. Oh, oh. Wir sind gar noch nicht ganz oben. Oh. Ja, hoffen wir können dann überhaupt wieder zurück. Nachher mal schnell schauen, wie das aussieht. Wobei, runter kommen wir ja immer. Runter war noch nie ein Problem. So, jetzt müssen wir dann da mal noch ein bisschen Gibim machen. Und Italo noch schnell Strahler da mit seinem Audi. So, sind wir da angekommen auf dem Albula Pass. 17 Grad ist da nun noch. Krass, krass, wie das da aussieht. Nur Stein und sonst nichts. Geregnet hat es auch vorher. Ja. Wir schnell ein Foto machen hier. Und dann wieder einsteigen. Eiskalte. So, dann geht es jetzt weiter. Und zwar gehen wir doch auf St. Moritz. Supercharge St. Moritz, seit einer halben Stunde, 23 km, sollten wir mit 12% ankommen. Ich glaube, ich montiere da noch schnell die Insta, dann kann ich noch ein bisschen schönere Bilder einfangen. Da kann man sicher halten. Dann muss halt die Insta aufschrauben. Also, ich bin gleich wieder zurück. Insta haben wir montiert hinten drauf.
sieht fast aus wie in der Mongolei. Nur sind wir nicht mit dem Pferd unterwegs, sondern Tesla. Sieht wirklich aus wie der Mongolei, nicht? Krass. Also ich bin noch nie in der Mongolei gewesen, aber ich habe schon viele Dokus gesehen. Ist die einiges grösser als da das Gebiet. Da ist nach 2-3 Minuten fahren, ist da schon wieder. Schon wieder fertig, Mondlandschaft. Mongolei-Landschaft. Ist dann schon bald wieder bewohnt. Schon karge, öde Landschaft da. Trotzdem irgendwie schön. Was machen denn die da? Ah, Seil jetzt hier. Jetzt einfach auch noch ein Fötterchen machen. Immer noch mal ein Fötterchen und noch mal ein Fötterchen. Gut, haben wir keinen Spoiler und so, sonst würden wir ja da schon anhängen du bei diesen Steinen. Rekuperieren da. Jetzt haben wir 11%. Mit 11 sollten wir ankommen. Das heisst, wir müssen aber noch schon noch ein Prozent reinladen. Wir sind schon wieder bei 12%. Wir fahren alle mitten in der Straße, das ist ja krass. Schäseli, grüezi. So, jetzt sieht es da langsam wieder nach Leben aus. He? Jetzt könnten wir etwas ganz Verrücktes machen und könnten jetzt noch hier weiter. Auf so einem Naum. Nach über Österreich zurück.
es geht wahrscheinlich noch ein paar Stunden, weil wir haben ja erst 4. Wobei, morgen ist auch wieder ein langer Tag. Und übermorgen auch wieder ein langer Tag. Und übermorgen auch wieder ein langer Tag. Und so, ich würde sagen, das wäre es gewesen. Ich fahre weiter bis St. Moritz, Supercharger. Ihr kennt ihn ja auch schon von anderen Videos. Und dann sehen wir uns dort wieder, würde ich sagen. Ja, geht jetzt noch 15 Minuten. Also, bis später. So, Ankunft Supercharger St. Moritz. Alles abgesperrt. Ich hoffe, der Latt wenigstens. Ich hoffe, die haben das nicht auch abgestellt. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Sieht nicht schlecht aus. Bitte lad. Nein. Jetzt auf. Glück gehabt. Da ist alles abgesperrt. Da ist einfach alles abgesperrt. Du kannst gar nicht zufahren. Ich bin einfach nur durchgefahren. Unter dem Kabel durch. Keine Ahnung, warum es gesperrt ist. Aber wir sind jetzt da. Die Luna und ich sind angekommen. Sogar die Einzigen. Wahrscheinlich, weil alles abgesperrt ist. Weiss nicht, wir können. Ah, wir müssen schon noch eins rauffahren. Und dann wieder runter. Und dann. Egal. Wir sind jetzt da. Er lädt rein. Schauen wir mal, wie viel das wir brauchen, um wieder heimzukommen. Und was er überhaupt für einen Weg nimmt. Ich denke, es über den Julier geht es heim. Suchen, rechnen. Ja. Schon wieder berechnen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch schneller geht, zur Route berechnen mit dem neuen Prozessor, mit dem AMD Ryzen. Ob das nur beim Intel so lang geht oder ob das bei euch mit AMD auch so langsam ist. Ob das auch etwas anderem liegt. Aber er hat es jetzt geschafft. 2,5 Stunden Zeit bis heim. Und sonst nichts. Batterie, nichts. Alles. Ohne Verkehrsdaten. Keine Planung, nichts. Ja, aber wir haben etwa 200 Kilometer. Das heisst, wir brauchen sicher fast 80%. Mal schauen, wie lange das geht. 80% ungefähr. 80%, wie lange hat er für 80%? Das heißt so 15 Minuten verbleiben für Weiterfahrt. Okay. Minus 24. Ja gut, lassen wir mal reinladen. Und schnell einen Spaziergang an den See. Und dann geht's weiter. So, wir haben jetzt glaube ich etwa 20 Minuten wahrscheinlich, haben wir sicher reingeladen. Kurz am See gewesen, noch ein Foto gemacht, kann ich euch noch einblenden. Ziemlich kalt draußen. Wir haben nur etwa 17 Grad, da zeigt es 19 an. Und wir sollten dort schon mit 19% hierher ankommen, sagt er zumindest. Er sagt zwar noch 5 Minuten verbleiben zur Weiterfahrt, aber ehrlich gesagt, keine Lust mehr zum Warten. Fahre lieber ein bisschen langsam, wir haben ja genug Zeit.
sowieso noch etwa 2,5 Stunden bis Heiden. Dann würde ich sagen, stecke ich jetzt aus und dann geht es los über den Julierpass wieder ein. So, jetzt zeigt sich da der Julierpass nochmal von seiner schönsten Seite. Die Sonne ist da nochmal richtig vorgekommen. Die Straße ist auch komplett leer in die Richtung, wo ich fahre. Da muss ich euch zum Abschluss natürlich schon ein bisschen zeigen. Dann. Wenn ich jetzt dann da vorbeifahre, falls das Video überhaupt schaust, könnten wir wieder mal das Käfeli nehmen zusammen. Aber jetzt ist glaube ich niemand da. Aber ich schaue, ob jemand da ist, ob der Tesla da steht. Ich schaue. Ich gucke. Sieht nicht so aus. Kein Tesla da. Nächstes Mal wieder auf das Käfeli. Wunderschön da. Wunderschön und leere Straße. Einfach traumhaft. So muss doch die Welt immer sein. Ob ich überhaupt noch zuhause ankomme. Jetzt sagt er, ich komme mit 37% zuhause an. Und ich habe aber jetzt nur noch 50%. Ich habe keine Ahnung, wie der das berechnet. Das ist unmöglich. Ich habe das Gefühl, ich komme überhaupt nicht an zuhause. Und er sagt 37%. Ja, ist das bei euch auch so komisch oder ist das nur bei mir so komisch? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch so ist mit dieser Berechnung. Aber ich habe das Gefühl, ab und zu spinnt er komplett. Irgendwie fängt er sich dann wieder, dann stimmt es einigermaßen, aber zwischendrin kompletter Schaden. Also 37% sagt er, jetzt kommen wir die Heim an. Ich tue euch dann auf jeden Fall noch einblenden, mit wie viel Prozent dass wir die Heim angekommen sind. Und vielleicht sehen wir uns sogar noch mal beim Zwischenladen, wenn es dann gar nicht langt. Aber müsste eigentlich, theoretisch müsste es langen, wobei 50% sind eigentlich nur. 50% sagt 167 km und bis heute sind 168. Also kann das nie 37% sein, nie. Auch wenn wir auf dem grössten Berg wären da. Also, ich lasse euch wissen, mit wie viel wir zu Hause angekommen sind. Und falls man sich nicht mehr sieht, dann wünsche ich noch ein schönes Tag. Und bis zum nächsten Video. Die engen Gässli, das werden etwas zum Testen mit FSD. Und, ja genau. Nein, das Video kommt wahrscheinlich erst später. Also, nicht mehr. Bis bald. Peace. Macht's gut. Bye bye.